Also, ich bin hier in Rottenburg am 28.11. Die Veranstaltung hier ist schon losgegangen. Du bist der Veranstalter, ja. Rechtsanwalt Helmut Krause aus ja. München. Wie stellt sich die Situation hier im Moment dar? Die Situation ist im Augenblick, dass wir einen Auflagenbescheid bekommen haben, der rechtskräftig ist. Dieser Auflagenbescheid besagt, dass alle Teilnehmer an dieser Demonstration einen Mundschutz tragen müssen und 1,50 Meter Abstand vom nächsten halten müssen. Weiterhin besagt dieser Auflagenbescheid, dass die, die keine Maske tragen, einen Shield tragen müssen. Und ja, das ist der aktuelle Stand. Ja, du sagst, die Auflage wäre rechtskräftig, aber ist sie denn verfassungsgemäß? Nein, die ist selbstverständlich nicht verfassungsgemäß. Dabei ist auf Folgendes hinzuweisen: Wir befinden uns gerade in einem Staat, der Rechtsschutz, Verwaltungsrechtsschutz nur an Werktagen bietet. Ja. Und am Wochenende gibt es in Baden-Württemberg nur Rechtsschutz im Zeitraum 10 bis 12 Uhr am Samstag. Das heißt, ab 12:01 Uhr bis Montagmorgen sind die Bürger, sind alle Menschen, die sich in Baden-Württemberg aufhalten, ohne jeglichen Rechtsschutz durch die Verwaltungsgerichte. Das halte ich für einen riesengroßen rechtsstaatlichen Skandal. Ja. Und da sollten wir uns gegen wehren. Spätestens werden wir uns wehren am 19.09.2021, wenn wir im Idealfall alle 709 Parteisoldaten aus dem Deutschen Bundestag entfernen und durch 598 ehrliche, anständige, gemeinwohlorientierte Abgeordnete ersetzen, die von Parteien unabhängig sind und die Interessen des deutschen Volkes vertreten.